angreift Putin die Ukraine wegen wertvollen Rohstoffen, die von Russland besetzt wurden. Mit dem Donbass, auch Donetsker Becken genannt, sind die beiden Gebiete Luhansk und Donetsk gemeint, die in der Ostukraine an Russland grenzen. In den beiden Gebieten liegen unter anderem die gleichnamigen Großstädte, aber auch die Stadt Mariupol, die derzeit heftig umkämpft ist. Vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion war der Donbass wegen hoher Kohlevorkommen industriell bedeutend. Inzwischen sind viele Kohleminen aber geschlossen oder veraltet. Geostrategisch ist der Donbass daher längst nicht mehr so wichtig. Warum die Region heute dennoch so umkämpft ist, hat vor allem zwei Gründe. Erstens, Russland will verhindern, dass sich der Donbass stärker Richtung Westen orientiert. Denn die Region war für die Sowjetunion lange Zeit prägend. Bis heute wird dort zum Beispiel mehrheitlich Russisch gesprochen, im Gegensatz zum Westen der Ukraine. Und zweitens schwelt der Krieg im Donbass bereits seit 8 Jahren. 2014 besetzen prorussische Separatisten, unterstützt von Russland, einen Teil der Region gewaltsam. Sie rufen nach einem international nicht anerkannten Referendum die unabhängigen Volksrepubliken Donetsk und Luhansk aus. Die 2015 verhandelte Waffenruhe wird im Anschluss immer wieder gebrochen. Der Donbass, wie wir es gerade gehört haben, industriell und geostrategisch an Bedeutung verloren hat. Warum dann ein Krieg um diese Region? Nun, Russland will den Donbass besetzen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Vieles ist dort veraltet, vieles müsste dort investiert werden. Aber der Donbass ist gewissermaßen die Rechtfertigung für Russland für diesen Angriffskrieg. Denn die russische Seite behauptet ja, in diesem Gebiet würden ethnische Russen und Russischsprachige einem Völkermord ausgesetzt. Und diese Bewohner im Donbass sollten jetzt durch die russischen Truppen befreit werden. Also mein Gott, würde die Ukraine zum Beispiel den Donbass aufgeben, wäre dieser Krieg dann möglicherweise zu Ende? Nun, die Regierung Selenskyj hat schon klar gemacht, dass sie nicht bereit ist, irgendwelche territorialen Verluste zu akzeptieren. Rohstoffe sind eine unverzichtbare Grundlage für den Alltag in unserer industriell geprägten Gesellschaft. Sie bilden die Basis für Produktionsprozesse und die Wertschöpfung unserer Wirtschaft. Platz 6. China. China ist eine Rohstoffsupermacht. Das Land verfügt über große Mengen an Rohstoffen, die für die Industrie und den Export von entscheidender Bedeutung sind. China gilt als wichtiger Exporteur sogenannter seltener Erde. Ohne seltene Erden wäre die Produktion von Smartphones, hochauflösenden Displays oder Linsen nicht möglich. Das Land investiert verstärkt in die Rohstoffgewinnung und will seine Rohstoffvorkommen langfristig sichern. Platz 5. Iran. Das Rohstoffvorkommen der Islamischen Republik Iran liegt vor allem im Bergbau, im Erdöl- und Gassektor.
Mit nachgewiesenen Ölreserven von 150 Milliarden Barrel Öl und riesigen Gasreserven gilt Iran als eines der rohstoffreichsten Länder überhaupt. Dem Iran fällt es schwer, diesen Schatz zu heben, da das Land durch die Sanktionspolitik der USA praktisch keine Abnehmer für die Rohstoffe findet. Platz 4. Kanada. Kanada gilt als der weltgrößte Produzent von Nickel, Zink, Uran, Kaliumcarbonat, Cadmium, Phosphatgestein und Schwefel. Kanada besitzt zudem die drittgrößten Ölreserven der Welt. Die kanadische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Rohstoffproduktion weiter auszubauen. Das Land will auf diese Weise seine Position als führender Rohstoffproduzent in Nordamerika festigen. Platz 3. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien gilt als das Land mit den zweitgrößten Ölreserven der Welt. In dem arabischen Land werden nachgewiesene Ölreserven von 262 Milliarden Barrel vermutet. Auf Saudi-Arabien entfallen somit etwa ein Viertel der weltweiten Ölreserven. Saudi-Arabien verfügt jedoch im Gegensatz zu vielen anderen reichen Rohstoffländern über keinerlei Kohlevorkommen. Neben Öl ist der Export von Gas für Saudi-Arabien existenziell. Das Land besitzt ebenfalls große Gasreserven. Platz 2. USA. Die USA sind ein Rohstoffsuperstar. Das liegt vor allem an den reichen Vorkommen an Bodenschätzen wie Erdgas, Erdöl und vor allem Kohle. Hinzu kommen Mineralien wie Kupfer, Zink oder Gold. Die USA nutzen ihre Rohstoffvorkommen, um Einfluss auf Angebot und Nachfrage am Weltmarkt zu nehmen und ihre Position als globale Industrienation zu stärken. Umstritten ist die Gewinnung von Öl und Gas durch das sogenannte Fracking, das eine große Belastung für die Umwelt darstellt. Platz 1. Russland. Russland ist das rohstoffreichste Land der Welt. Bei vielen Rohstoffen kommt Russland prozentual auf einen zweistelligen Marktanteil. Russland besitzt weltweit die größten Gasvorkommen, auch der Öl- und Kohleexport ist immens. Beim Metall Palladium kommt das Land auf einen Marktanteil von 45%. Der Rohstoffabbau findet in Russland seit dem 16. Jahrhundert im großen Stil statt. Die Rohstoffvorkommen in Russland sind nicht nur sehr groß, sondern auch relativ einfach zugänglich und damit vergleichsweise kostengünstig zu fördern. Dieses abschließende Diagramm zeigt Ihnen nochmals, welchen Wert die Rohstoffvorkommen der einzelnen Länder in Billionen Euro besitzen. Die größten Platz 1 der Bodenschätze und das ist Russland. Das größte Land der Erde. Russland, Reserven, 65.000 Milliarden Euro, liegt da noch im Boden. Seltene Erden, Platz 1, Erdgas, Platz 1, Braunkohle, Platz 2, Eisenerz, Platz 2, Erdöl, Platz 6, Steinkohle, Platz 4 der Welt. Hier nochmal alles zusammengefasst als Takeaway. So, wir sehen jetzt hier nochmal die Tabelle. Ja, also Platz Nummer 1, Russland. Russland ist das größte Land der Erde, 17 Millionen Quadratkilometer. Die USA sind nur gut halb so groß, 9,8 Millionen Quadratkilometer. Russland bildet das Herz Eurasiens. Es erstreckt sich in West-Ost-Richtung über 9000 Kilometer. Das Land ist reich an Bodenschätzen. Eisen, Bauxit, Nickel, Kupfer, Zinn, Blei, Gold, Quecksilber, aber auch Phosphate, Diamanten, Uran und Kohle. Und natürlich Erdgas und Erdöl. In diesem Bereich ist die Europäische Union der wichtigste Partner. Die EU-Länder importieren aus Russland über 25% ihres Bedarfs an Erdöl und Erdgas.
Durch den Export von Öl und Gas nimmt Russland täglich 650 Millionen Euro ein. Das sind 40% seiner Einnahmen. Darüber hinaus könnten zwar 24% der Gesamtfläche Russlands für den Ackerbau genutzt werden, aber nur auf 4,5% des Bodens wird tatsächlich Ackerbau betrieben. Das riesige Land verfügt über die größte Waldfläche der Erde. Das ist ein großer Vorteil für die Holz- und Papierindustrie, aber auch für den Tourismus und die biologische Vielfalt. Außerdem dürfte Russland in den kommenden Jahren kaum unter Wassermangel leiden. Es verfügt über zahlreiche Ströme, Wolga, Jenissei, Lena, Amur und viele weitere schiffbare Wasserwege. Das Rentier ist für die Bewohner Sibiriens Gold wert. Doch unter der Erde verbergen sich Reichtümer, die nicht nur regional, sondern in der ganzen Welt begehrt sind. Uralte Goldwaschanlagen fand man im Südwesten Sibiriens, in einer Region, die auch heute noch die größte Lagerstätte Russlands beherbergt. Im sibirischen Boden verbergen sich noch weitere reiche Vorkommen wertvoller Metalle, wie Silber und Platin. Außerdem gibt es gigantische Diamantenvorkommen. Sibirien ist eine wahre Schatzkammer. Die Situation ändert sich aber rasant. Der erste Grund ist wirtschaftlich bedingt. Tatsache ist, dass Europa allmählich an Tempo verliert. Schwerpunkte der wirtschaftlichen Interessen wandern nach Asien. Russland erschließt schon jetzt eine Reihe von neuen Öl-, Gas- und seltene Erdenvorkommen in Sibirien ausschließlich für die asiatischen Märkte. Dafür baut das Land die gesamte Logistikstruktur um. Errichtet neue Eisenbahnlinien und neue Seehäfen. Die gleiche Zeit dürfte Sibirien durch den abtauenden Permafrost für die Landwirtschaft besser passen. Experten zufolge wird es sich bis 2050 zur größten Agrarregion der Welt machen. Nagorskaja ist Symbol für einen geopolitischen Konflikt. Durch den Klimawandel schmelzen die Eismassen in der Region rapide, dadurch wächst die strategische Bedeutung der Arktis. Denn unter der Eisdecke lagern Schätzungen zufolge etwa 30% der weltweiten Erdgasreserven und große bisher unentdeckte Ölvorkommen. Auch Kohle und Edelmetalle werden hier vermutet. Das schwindende Eis macht die Bodenschätze leichter zugänglich. Gleichzeitig gewinnt die Route über eine eisfreie Nordostpassage an Bedeutung als alternative Wasserstraße für den Welthandel.